Das Gemälde American Gothic von Grant Wood ist sicherlich eines der am häufigsten zitierten, adaptierten und persiflierten Werke der Kunstgeschichte. Im Jahr 1930 entstanden, wirkt es selbst beinahe wie eine Karikatur. Wir sehen, in naturalistischer Darstellung, ein ernst reinblickendes Paar in der typischen Farmerstracht des mittleren Westens vor seinem weiß gestrichenen, hölzernen Wohnhaus stehen. Die Frau links, mit zu schlichter Frisur zurückgebundenem Haar, blickt streng zu dem von uns aus rechts stehenden Mann hinüber. Dieser hält die ihn eindeutig als Farmer ausweisende Heugabel in seiner Rechten und erwidert stoisch und standhaft den Blick des Betrachters. Der Blick beider Figuren wirkt dabei seltsam leer, unbeteiligt, wenig lebendig. Vielleicht kündet er von einem freudlosen Leben voller Herden, Arbeit und Entbehrung. Gleichzeitig spielen offenkundig Zucht und Ordnung, Sauberkeit und Aufgeräumtheit eine existenzielle Rolle in diesem Leben. Die Kleidung ist tadellos, makellos rein, ganz anders, als dies vielleicht von einem Landwirtspaar zu erwarten ist. Der so entstehende Eindruck von Strenge und Ordnung der Figuren wird unterstützt von einer klaren Strenge in der Komposition. Symmetrisch links und rechts einer leicht aus der Mitte verschobenen Senkrechten steht das Paar, zwischen sich die regelmäßigen Formen der im Hintergrund sichtbaren Fenster. Der Spitzbogen des Dachfensters und die Dreiecksform des Giebels schaffen im Hintergrund klare Strukturen, weisen den Blick in den offenen, wolkenlos blauen Himmel oberhalb der gezeigten Szene. Hier entsteht ein enorm spannender Kontrast, denn ablehnend bis feindlich in seiner Mimik, der Mann sogar mit auch als Waffe nutzbarer Heugabel, verstellt das Paar dem Betrachter den Weg ins Bild, lässt ihn nicht hinein in die eigene kleine Welt. Die Schultern der beiden schneiden jeweils den äußeren Bildrand, blenden so für den Betrachter den Hintergrund, zumindest in der unteren Bildhälfte, vollständig aus. Diese der Außenwelt gegenüber zur Schau gestellte Abwehrhaltung ist eine dem ländlichen Amerika häufig zugedachte Zuschreibung. Diese negativ-kritische, vielleicht sogar satirische Intention wurde aber von Grant Wood selbst vehement bestritten. Die amerikanische Kunst hatte vielmehr mit einem regionalisierten Realismus auf die zunehmenden Abstraktionstendenzen der europäischen Kunst reagiert. Die detaillierte, figurative Darstellung lokaler Lebensweisen und Gegebenheiten wurde zentrales Thema amerikanischer Maler wie Thomas Hart Benton, John Stuart Curry oder eben Grant Wood. Neben den unmittelbaren, klaren Kompositionsanlagen spielt Wood in American Gothic ein interessantes Spiel mit der Wahrnehmung des Betrachters. Beide Figuren spiegeln nämlich in sich die ihnen attributierten Gegenstände. Die Frau, unklar bleibt hier, ob es die Ehefrau oder die Tochter des Farmers ist, trägt um den Hals ein rot-goldenes Porträtmedaillon mit dem Bildnis einer nach rechts aus dem Bild schauenden Dame. Dabei spiegelt sich die Form des Medaillons in der Kragenform der Kittelschürze, sodass auch ihr eigener Kopf in der Andeutung in eine ähnliche Form eingebettet erscheint. Vielleicht der Hinweis auf eine Tochter, die in der Hofbetreuung den Platz der verstorbenen Mutter auf dem Medaillon eingenommen hat? Gleichzeitig findet die Heugabel ihr Echo in der Kleidung des Mannes. Die Nähte der Jeans-Latzhose und die vertikalen Streifen des Hemdes lassen das Werkzeug auf dem Körper des Mannes nachhallen. Der Titel des Werkes American Gothic lässt sich auf mehreren Ebenen deuten. Grant Wood lehnt sich in der Formensprache und Ästhetik durchaus erkennbar an die nord- und mitteleuropäische Malereitradition des 15. Jahrhunderts an. Durchdrungen von einem tiefen Glauben und einem fundamentalen Mystizismus steht diese Pate für die Darstellung einer langsam verschwindenden, vom gesellschaftlichen und industriellen Wandel überholten Lebensweise der Landbevölkerung des mittleren Westens. Das Haus im Hintergrund, erbaut im American Gothic Style, ist übrigens sehr real und steht in Eldon im Bundesstaat Iowa. Es ist heute ein Museum. Wer dorthin reist, kann sich vor Ort in passender Kleidung und samt Heugabel fotografieren lassen. Eine Spende wird erbeten.